Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast 174. Ich habe euch ein letztes Match mit dem Zerg hier in Blau. Das ist wirklich das letzte. Ab dem nächsten Cast geht es mit einem anderen Spieler weiter. Wir haben hier natürlich Xavier. Und der spielt hier noch gegen einen Protoss in Violett. Das hier ist Poussin. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ist aber eine Weile her. Das ist jemand, der ja in den frühen Jahren gespielt hat oder in den früheren. So 2005, 2006 war er aktiv und erfolgreich, konnte sich einen dritten Platz in der OSL sichern. Und ja, er hat dann auch, und so ist auch dieses Match zustande gekommen, 2013, also 2012 bis 2014 etwa, hat er noch gespielt und hat sich da in kleineren Turnieren immer wieder mal bewiesen und sich da nochmal in einem Turnier den zweiten Platz sichern und ja, ein paar andere Rankings konnte sich in der Sonic Star League den dritten Platz sichern. Solche Dinge waren dabei mit dabei. Und er ist dann 2015 in die Armee gegangen, hat seinen Militärdienst abgeleistet und seitdem hat man soweit nichts mehr von Poussin, was E-Sport betrifft, gehört. Die beiden spielen hier wieder unter Smurf-Account. Sie sehen den 1123-Account von Xavier und Chiho ist der Smurf-Account von Poussin. Ja, wir sind auf Fighting Spirit Version 1.3. Die beiden sind cross-posi gespawnt. Es ist ein PVZ. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich Lurker sehen. Denn Lurker sind eine sehr, sehr schöne Einheit. Natürlich diesen Matchup für den Zerg bei Protoss hingegen. Ja, gibt es mehrere Ansätze. Es gibt die Gateway-Brechstange. Man kann Archons mit dazu holen. Die machen die Sache auch ziemlich angenehm für den Protoss. Wir haben die Möglichkeit natürlich, dass es hier einen Stargate-Opener gibt mit einem Corsair. Einfach um zu scouten und eventuell Overlords jagen zu können. Das ist dann auch mit mehreren Corsairs. Die Antwort muss dann vom Zerg kommen mit dem Spire, um Scourge zu bauen. Also das Matchup hat einiges an Dynamik. Mal sehen, wie viel wir davon mitkriegen werden. Und Fighting Spirit ist ja eh so der Dauerbrenner als Karte. Das heißt, da sollten wir ein recht ausgeglichenes Match sehen. Wir sehen auch schon hier die dritte Basis. Kommt mal wieder recht schnell für Xavier. Oben im Norden. Also er will hier sehr schnell nach oben expandieren, damit er einfach hier die nächste Basis auch gleich mit ja, absichern kann. Hat er nur einen einzigen Eingang für zwei Basen und hat dann somit auch eine recht entspannte vierte und kann hier dann Nidus platzieren. Field Static Defense, Lurk immer dazu und dann sollte der Zerg soweit ready sein für alles. Ja, mit dem Gas geht es hier direkt auch in den Leertag. Als kein Speed Upgrade wird hier mitgenommen, sondern nein, direkt leer. Wenn das nur Protoss kommt, der Cybernetics Core. Es gab eine Forge Expansion, Canon ist mit dabei. Und wir haben hier eine schöne Wall. Hier, glaube ich, lässt ihn nur noch hier Einheiten durch. Ich glaube fast. Also das ist wirklich eine sehr eng zugebaute Wall. Da hat die Cannon sehr viel Spaß, wenn da irgendwas reinkommen will. Hat sehr viel Zeit, auf Dinge zu schießen. Mit dem Core geht es natürlich in den Tag. Und vermutlich das Stargate. Wir sind da in einem 2013er Metagame. Da war der Stargate-Opener doch schon sehr, sehr relevant. Ist auch nie wirklich aus der Mode gefallen. Einfach, ja, ist tatsächlich, finde ich jetzt sehr lustig, wie sich da Brood War und StarCraft 2 ähneln, dass beide in diesem Matchup für den Protoss sehr Stargate-heavy sind, wie man auch hier sieht, Stargate kommt. Und tatsächlich aus ähnlichen Gründen, weil man mit dem Stargate halt Harassment-Möglichkeiten hat, gute, sehr, sehr gute Map-Vision und Map-Kontrolle. Und wenn man eben mit so einem Opening hier öffnet, steht man defensiv auch solide und hat dann eben mit dem Stargate noch mehr Möglichkeiten, um sich die ganze Sache vom Zerg mal anzusehen. Und ja, das hat sich in StarCraft 2 tatsächlich genauso entwickelt, da ist Stargate momentan der relevanteste Opener. Sehr unterhaltsam irgendwie, wie das so passiert ist über die Jahre. Jo, wir haben Spire unterwegs als natürliche Antwort und tatsächlich hier schnelles plus 1 Upgrade bei Poussin hier. Also er will sein Corsairs das plus 1 Upgrade mit dazu geben. Ja, das sieht man aus, Stargate ist ready und sofort wird der erste Corsair auch gebaut. Das Upgrade natürlich braucht ein bisschen länger, das heißt, es werden hier mehrere Corsairs kommen, einfach um dann ein Harassment Squad zu haben. Und natürlich beim Zerg dann werden mehr Scourge benötigt und auch die Scourge kann man mit mehreren Corsairs rausnehmen, wenn man gutes Fokusfeuer hat und gutes Timing hat. Wenn es die Probe sind, immer noch im Scouten, das heißt, Poussin weiß, dass hier der Spire kommt, die Info hat er mitbekommen. Wenn das nicht, ich weiß nicht, ob er die dritte Basis schon gesehen hat, aber er kann sie vermutlich ausrechnen. Ja, die Basis wurde abgecheckt. Die Basis hier habe ich jetzt noch keine Protoss-Einheiten in der Nähe gesehen, aber das erledigt der Corsair hier gleich. Das heißt, die dritte Basis wird hier auf jeden Fall gescoutet. Ja, und der Overlord hier steht in der Ecke. Der kommt also nochmal davon, wenn das ist der Overlord hier. Also zwei Kills kann hier der Protoss eigentlich recht entspannt mitnehmen. Aber man sieht, hier kommt erstmal der
komplett umfangreiche Scout. Jetzt hier geht's auf den Overlord. Und ja, für den kommt jede Hilfe zu spät. Die Scourge sind gerade erst noch im Bau. Das heißt, bis die bei dem Overlord in der Nähe sind, ist der schon längst tot. Und man sieht, der Damage tickt den so Stück für Stück runter. Da kommt eben die Drone für Basis Nummer 4. Also damit hier die Economy für Xavier wird ziemlich stark sein. Auf der anderen Seite hier haben wir einen Link. Alleine scoutet auch mal die Umgebung ab. Der Overlord hier hat noch ein bisschen Schaden abgekriegt, aber tatsächlich, der kommt davon. Wenn das ein dieser Overlord hier, den sollte er es vermutlich erwischen. Wobei die Scourge wollten hier flankieren. Die T ist unterwegs, aber Overlord eben ist die Detection. Also wir haben hier mit dem Templar Archive direkt die DTs schon, oder den ersten DT am Start. Und die T-Corsair kann natürlich eine schöne Kombi sein. Wenn man die Overlord sniped, ist keine Detection da. Trotzdem hier, man muss sagen, Vorbereitung sollte passen von Xavier. Er hat eben die DTs bereits gesehen. Hat dann also auch, ja, hier Overlord ist in Position, da kommen gleich noch Einheiten mit dazu. Der DT in the Natural sollte nicht allzu viel anrichten können. Die Einheiten ploppen nämlich in wenigen Augenblicken. Aber okay, eine Drone und läuft sofort weiter, läuft sofort in die Mainbase tatsächlich. Da kommen nicht noch mehr Drones, da kommen nicht die Einheiten. Die Einheiten kommen in the Natural. Also tatsächlich der DT, ja, kann da doch mal für ein bisschen Schaden sorgen, einfach weil die Drones auch gerade panisch weg waren. Haben tierische Angst vor diesem DT, natürlich fröhlich Drones one-shottet. Säbelt jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend, versucht einfach jetzt den Overlord auszurennen. Ich meine, DT hier wurde, glaube ich, geklärt. Ich sehe mal hier kein DT mehr am Start. Es waren zwei unterwegs und der lebt nicht mehr. Auch die Linge hier, oder hier waren zumindest Linge irgendwo. Sind die nach Hause beordert worden? Ja, scheinen hier zu sein. Und ja, der Overlord Stück für Stück sucht danach dem DT, wie man sieht. Sogar mit mehreren Overlords, einfach damit die ganze Umgebung, ja, abgedeckt ist. Und der DT kommt hier nochmal raus aus dem Radius. Also lebt hier nochmal ein bisschen weiter. Er hat noch nicht so viel Damage gemacht, er einfach hat dafür gesorgt, dass die Drones ständig hin und her fahren. Und jetzt, da ist ein weiterer Overlord und ja, hier ist zu viel Detection. Aber Protoss sofort mit dem nächsten Schlagbus an, ging auf das, ja, Legspeed Upgrade. Plus 1 kommt auch noch mit dazu, wir sehen ja auch mehrere Cannons, also Busan hatte hier Angst, dass er angegriffen wird, aber tatsächlich ist so viel Army gar nicht beim Zerg vorhanden. Und ja, jetzt geht's hier rein mit den Zealots, da ist eine einzige sanken und einheitentechnisch ist da recht wenig. Da kommt eine zweite Creep-Kolonie, um ein bisschen einen Surround zu verhindern. Drones werden auch jetzt mit reingezogen, eben um den Surround auf das Gebäude zu finden. Aber dafür opfert man natürlich jetzt einiges am Worker. Damit sich die Zealots haben da Spaß, Fokus feuern hier Stück für Stück die Drones weg. Also der Worker-Count-Verlust ist ziemlich enorm für Xavier. Auch wenn er hier die Basis nicht verlieren wird, er verliert mega viel an Economy und auch hier wieder die Drones sind gefährdet. Waren nochmal angegangen, aber die Zealots jetzt hier erschlagen. Wir mal kurz auf die Edge. Machen da trotzdem noch einen ganzen Schwung an Damage, bevor sie jetzt hier gekillt werden. Aber zu dritt ist halt nicht mehr so viel drin. Währenddessen eigentlich der nächste Go hier mit den weiteren Zealots in die Natural, aber hier sind Einheiten. Die Dinge können blocken. Ein DT ist noch mit drin, aber Overlord, wie man sieht, en masse fliegen da oben drüber. Währenddessen Rotos bereitet die dritte Basis vor und tatsächlich die beiden Corsairs, nein, die drei Corsairs hier stehen. Ja, ziemlich entspannt zu Hause rum. Obwohl die eigentlich schon noch ein bisschen Overlord-Möglichkeiten hätten. Ein paar Overlords stehen noch in der Gegend rum, fliegen durch die Gegend. Zealots wurden jetzt hier so ziemlich geklärt. Die beiden kommen noch nach Hause. Wir haben Lurker-Aspekt als wichtiges Upgrade für den Circuits unterwegs aus dem Hydrodan. Damit das Defensiv und Offensiv mal wesentlich mehr Schaden verursacht. Und wir haben beim Protoss Observatory und ein Shuttle unterwegs aus der Robo. Ein paar Templars sind da, Storm ist auch da. Das heißt, sie können den Storm-Drop geben. Währenddessen die Masse an Zealots setzt sich in Bewegung. Man sieht aber auch, die Zealot-Strategie sorgt dafür, dass hier Busan sehr, sehr viel Gas übrig hat. Ist bei 1100, was er hier auf der Bank hat. Also mit der dritten Basis muss er erstmal nur Minerals meinen. Gas hat er momentan genügend. Und jetzt hier ist Hydras auf offenem Feld gegen die Zealots mit Speed-Upgrade. Mit Lag-Enhancements ist es gefährlich. Und das merken die Hydra raus, denken sich, nee, wir laufen lieber mal zurück. Bisschen Richtung Static-Defense, die uns dann beschützen kann. Das ist sinnvoller. Und das war die richtige Entscheidung. Das ist ziemlich große Kann an Zealots. Na okay, die Hydras, ja, kamen zurück und sofort gibt es Probleme, wie man sieht. Die Zealots rennen einfach drauf zu, jetzt werden die Hydras gesplittet, damit man nicht alle verliert. Aber auch die Zealots hier ziehen sich erstmal wieder zurück. Es wurden nochmal weitere Zealots hier gebaut. Und jetzt werden die Props transferiert an die dritte Basis, somit drei Basen Economy bei Busan auch am Start. Gegen die vier Basen, die hier momentan der Zerg hat. Aber da kommt der nächste Harassment, das nächste Harassment. Da kommt jetzt auch der Storm Drop auf die dritte, wird es die Zealots an der vierten. Templar wird ausgeladen, Templar möchte stormen, aber nein, Static Defense und
Drones wurden gepult. Schöne Reaktion hier von Savvy. Aber die Silence fokussen einfach gerade die Hatchery und die ist schon ziemlich low. Die hat nur noch 500 Hitpoints. Jetzt geht's wieder auf die Drones, also ein bisschen unschlüssig hier, Busan. Aber er versucht jetzt hier mit den nächsten Sets wieder drauf zu gehen auf die Drones, die gerade von der dritten rausgefahren sind. Jetzt, das war ein Bait, um den Storm rauszukriegen. Aber nein, die Drones hier wieder in die andere Richtung gezogen. Die werden in die Silence geschickt. Das heißt, es werden trotzdem einige Drones sterben. Aber dem Stormdrop ausgewichen, der Sampler wird geklärt, die Silence oben wurden geklärt. Und das Shuttle wurde gerade auch gesniped, somit sehr, sehr gute Defense hier von Xavier, hält da seine Basen safe, hält seine Drones größtenteils am Leben und hält jetzt hier auch im Supply mit dem Protoss ziemlich gut mit. Geht jetzt auf den Hive-Tag, nachdem er das Queen's Nest gebaut hat, Lurker sind ready und wir sehen hier, sind Scourge mit dabei, also da ist die Network gut defended. Das wird schwieriger für Zealots da durchzukommen, wenn das in die nächste Protoss-Truppe ist unterwegs, die nächsten Zealots, diesmal mit Observer oder irgendwo schießt, wo zur Hölle... Was war das? Ach, das waren die Cannons, die das Gebäude aufgesprengt haben. Ah, ich dachte mir gerade, der Sound hat mich gerade mega irritiert. Aber nein, das waren die Cannons. Erzähl mir gerade Dragoons. Ich höre Dragoon-Schuss-Sound, aber nein, das ist die Cannon. So, jetzt haben wir hier Storm. Aber erst der Storm wird verhunzt. Der trifft nicht. Der zweite trifft richtig schön. Der softet einige Hydras an. Aber trotzdem, das hier zu belagern ist mega schwierig. Da ist eine Sunken, da kommt eine weitere Sunken. Da sind Lurker mit am Start. Die sind auch gespreadet. Da sind noch einige Hydras. Die versuchen, den Templar zu snipen. Und der ist mega low, hat nur noch 600 Points. Also bisher sehr, sehr schöne Defense von Xavier. Deine Storm war gut gesetzt von Busan, aber hat nicht genügend gemacht. Wie man sieht, die Zealots in den Lurker fighten. Blöde Idee. Also bisher riegelt sich jetzt der Circle Swap auf seinem Gebiet. Und jetzt mit dem fertigen Hype-Tag kann natürlich das Nidus Network kommen. Damit kann man dann entspannt die Basen verbinden. Er zieht jetzt auch Evolution Chamber über eine weitere, damit es hier ein weiteres Upgrade gibt. Es ist gerade Carapace 2 unterwegs für alle Sorg-Einheiten, für alle Sorg-Bodeneinheiten. Und Protoss möchte jetzt hier selber eine vierte Basis nehmen mit Cannons auf Myground, um da safe zu sein. Und das ist ein Sorg. Ja, klärt hier nochmal ein Salad. Eventuell gibt es hier bald nochmal eine weitere Basis natürlich für Xavier. Die Basis hier wäre eine Möglichkeit oder eben diese Mittelbasen. Ja, das sind hier Zealots treffen auf eine Sorg-Army. Sorg ist nicht ganz mit dabei. Und mit drei Cannons auf Myground, das sollte tatsächlich recht gut reichen an Defense. Das denkt man nicht, aber Highground-Vorteil plus ein Zealot, der blocken kann, das kann reichen. Da wird tatsächlich Xavier ziemlich verlieren. Natürlich, die Lurker helfen hier gut aus. Aber der Zealot blockt, jetzt kommen nochmal die Zealots von der Rückseite. Das heißt, diese Sorg-Army kriegt jetzt hier ein ziemlich dickes Problem. Läuft jetzt einfach die Rampe hoch, will irgendwie durch die Cannons durchbrechen. Aber auch die Cannons kommen jetzt hier um einige Einheiten. Observer kommt jetzt mal dazu. Das heißt, die Sorg-Einheiten, ja, versuchen jetzt hier zu blocken selber mit den Lurker-Eiern. Das ist gut gemacht hier von Xavier. Damit saved es seine paar Einheiten, die oben sind. Und somit kann er die vierte Basis tatsächlich unterbrechen. Hat hier schnell reagiert, ansonsten wäre er ziemlich hart in den Mangel genommen worden. Hochgerannt und einfach den Block jetzt hier gezündet mit den Lurker-Eiern. Wenn das nicht hier geht's auf den Pylon. Und Wiener glänzt es inzwischen drauf. Das heißt, Link DPS, ja, macht viel, viel mehr Spaß. Und die Pylons werden abgeräumt. Somit erstmal keine vierte Basis für den Protoss. Aber er ist nur eine Basis hinter dem Sorg. Das ist noch erträglich. Wenn das jetzt hier doch Dragoons mit dabei. Bisschen mehr Range Damage. Aber auch noch viele Salads mit auf der Karte. Und wir haben hier beim Protoss Upgrade technisch. Was ist da am Start? 2-0. Also es kommt gerade das 3-1 Upgrade. Plus 3 Attack und plus 1 Armor. Nächstes Shuttle kommt und wir haben jetzt hier, ja, wieder Corsairs mit dabei. Die strauten mal nach vorne, so eine Umgebung zu überwachen. Und jetzt hier geht es einfach mitten rein. Protoss Army will hier durchbrechen. Aber das ist einiges in Static Defense. Da nochmal ein schönes Storm hier auf Lurker und ein paar Dinge. Die Sorg-Einheiten stellen, weil sie auf Hold Position einfach. Da hat Xavier nicht ganz die Reaktion gehabt, aber er versucht jetzt zu flankieren. Kommt von der Rückseite mit weiteren Circle Force, mit weiteren Lurkern, weiteren Lingen. Und die Protoss Army steht jetzt hier zwischen zwei Lurker-Truppen gesammelt. Hier total eingesperrt und ja, nimmt mega, mega viel Damage. Busan versucht durchzudrücken, aber kommt da einfach nicht so weit. Man sieht, die Lurker räumen einfach hier Stück für Stück alles ab. Es wurden hier auch die Observer, ja, teilweise rausgenommen. Hier oben, die Lurker können nochmal aktiviert werden. Da kommt das Protoss Reinforcement. Aber ich sehe hier wenig Chancen, wie Busan nochmal weiter durchpushen kann. Man sieht, die Dinge kommen jetzt nochmal von der Seite mit dazu. Und die Protoss Army hat stark, stark abgenommen. Dieses Engagement war sehr, sehr schwierig für Busan. Zudem wurde von den Lurkern verkehrt, fehlt es hier den Archon. Wird Stück für Stück die Corsairs. Und das sind ja alles teure Verluste. Der eine Corsair ist hier noch übrig. Der hat gerade lustig Splash Damage macht an den ganzen Overlords. Aber es reicht hier. Es ist genügend Zeug da, um den Protoss zurückzutreiben. Hier auch übrigens noch ein sehr mutiger Pylon. Da wollte Busan die Mitte der Karte in Beschlag nehmen. Aber das lässt Xavier hier nicht zu. Der geht währenddessen auf Konsum. Der holt sich Ventral Sex, das Overlord Speed Upgrade. Und ja, bisher defensiv macht das hier Xavier sehr, sehr gut. Hält hier gegen den Ansturm von Protoss stand mehrfach. Auch die Flanke mit den Lurkern war sehr, sehr elegant gelöst. Das sind mehrere Shuttles am Start, das heißt, Harassment ist noch viel gegeben. Es sind auch 4 DTs mit drin, insgesamt in den beiden Shuttles.
Also da kann auch viel Damage drin sein, wenn das hier haben wir einen dicken Lurker Morph, nicht allzu viel Anti-Air. Noch keine vierte Basis, keine fünfte Basis. Und die Protoss-Einheiten, ja, gehen auf den nächsten Highground zu mir in einer neuen Basis und die Lurkers werden tatsächlich alle abgebrochen. Weil hier sind die Tees mit drin und die Dragoons snipen mir auch fröhlich eine Hydra nach der anderen. Somit immerhin, Busan kann diesen Weg freiräumen. Und mal sehen, was mit seiner Armee jetzt vorhat. Problem ist, die nächste Zerg-Army steht schon wieder im Süden und auch hier. Also sehr viel Bewegung, muss man sagen. Das macht Xavier sehr gut. Er hält seine eigenen Hydras hier auf Achse. Läuft da ständig über die Karte, versucht immer irgendwie eine Flanke aufzubauen, dass der Gegner nie nur einen einzigen Fight nehmen kann, sondern immer mehrere kleine Fights nehmen muss. Aber jetzt haben wir den dicken Drop und der nimmt die erste jetzt schon mal raus, die war eh schon ziemlich low. Es ist ein Static Defense mit dabei, da ist eben die Taction mit dabei, mit dem Spock und auch viele Overlords oben drüber. Aber der Damage der Zealots unter den Tees ist nicht zu verachten, wie man sieht. Da muss mehr Reinforcement ran, um das zu klären. Da gehen auch noch einige Sorgeinheiten drauf, die Tees saben sich durch einige Hydras, weil das Protoss versucht einfach hier oben eine vierte Basis zu nehmen, den Highground hier zu sichern. Wir sehen jetzt auch weitere Armor-Upgrades, plus 3 ist durch. Das heißt, es geht jetzt auf 2-1 noch. Einmal Plasma-Schilde, zweimal Armor. Und wir haben mehr Archons tatsächlich. Also der Fokus switcht ein bisschen auf Archons, während es ein Bootsäule ist. Okay, der Storm hätte klappen können, hat leider nicht. Das Shuttle hier allerdings geht einfach weiter, versucht hier nochmal zu stormen. Ja, aber der Templar hat ein Problem, denn hier sind Lurker und die Lurker machen viel Damage. Der Templar hat keine Energie. Und jetzt sind die Scourge auf der Jagd, wollen hier an das Warprism, an das Shuttle ran. Da kommt noch ein schöner Storm, der trifft die ganzen Drones. Der war sehr schön getimed, der Storm. Und somit nochmal ein bisschen Investment geschafft. Aber auch der ganze Drop geht hier down, die ganzen Templar. Das Shuttle mit dazu, das sind einiges an Verlusten. Und das sind die Hydras, die bewachen noch immer den Highground. Und Zerg versucht jetzt hier tatsächlich selber, einmal Einheiten reinzudroppen mit dem Darkstorm hier. Und das sollte reichen. Cannons damit können schlecht schießen. Da kommt nochmal ein schöner Storm. Und da kommt Protoss Reinforcement. Kann das hier doch nochmal halten? Kommen weitere Templer mit dazu, weitere Storm kommt. Da stormt auch die eigenen Probes hier. Das heißt, Busan wird da auf jeden Fall einiges an Economy dran führen. Der Nexus wird jetzt hier gefokust und die Linge einfach mit ihrem Attack-Upgrade und Rest, in der Dönerglanz-Upgrade. Ist einfach viel zu viel Schaden. Und der Nexus wird einfach rausgesnappt. Der teure, die Pfeile kommt nochmal davon. Aber es gehen auch einige Sorgeinheiten hier down. Lurker Ei hier wird auch noch gefokust. Das hält ein bisschen mehr aus, aber auch das wird hier fallen. So, aber noch als Ei, nicht das fertige Lurker. Als fertiger Lurker hat es ein bisschen mehr gekostet. Ja, Zealots jagen jedoch weit hinterher, wie man sieht, mit ihrem Leck Enhancements Upgrade. Aber merken, okay, vielleicht kommt da Reinforcement. Das ist es nicht wert. Und somit, ja, eine Basis weniger für den Protoss wird aber sofort wieder aufgebaut. Und ja, der Darkspawn gegen Cannons ist eine sehr, sehr mächtige Waffe. Natürlich hat jetzt hier auch gerade Xavier seine Karten gezeigt. Er hat gezeigt, dass sich hier Overlord Transportbeutel mit erforscht hat. Das heißt, darauf muss sich jetzt Busan ein bisschen mehr einstellen. Wir sehen bei ihm mehr Produktion aus Gateway. Und wir haben hier wesentlich mehr Templer, Zealots, DTs. Und wir sehen tatsächlich wirklich mehr und mehr Archons. Die Archon-Masse nimmt zu. Hat natürlich auch einen schönen Effekt gegen Defiler. Die setzen gerne ihre Plague ein gegen Protoss-Armies. Aber Archons interessiert eine Plague halt nicht. Die haben 350 Schilde und 10 Hitpoints und die von der Plague getroffen werden und ihre 7 Hitpoints verlieren. Denen ist das ziemlich egal. Die haben trotzdem noch 350 Schilde. Also da sind Archons eine gute Wahl gegen eine eventuelle Plague. Wenn das Near Shuttle wird gefokust, aber es sollte gesaved werden von den Protoss-Einheiten. Ja, wird es auch. Wenn das ein paar Sorgeinheiten laufen, hier noch leider ein bisschen quer in die Protoss-Army. Und werden damit prompt gesniped. Jetzt geht es hier auf den Highground. Zerg-Basis Nummer 5 ist das hier. Und die wird jetzt hier angegriffen. Aber da kommt mehr Reinforcement. Publish Storm hier landet. Teilweise gut. Anfangs sagen gut, dann liefen die Zealots alle da rein. Eigentlich der Fallout-Storm hier. Nimmt nochmal ein paar Hydras und ein Lurker raus. Nochmal hier ein Lurker weniger. Die Basis wird einfach gesniped. Und jetzt ist nur noch 2 Lurker und ein paar Hydras. Das sollte der Protoss eigentlich überwalzen können. Hat die Detection noch mit dabei? Ich sehe gerade keinen Observer mit in der Army. Ne, da ist kein Observer mit dabei. Und somit. Man muss hier Busan tatsächlich den Rückzug anziehen, währenddessen, das haben wir hier drüben, nochmal ein Lurker Drop, aber da wird gestormt, der wird geklärt, aber ich denke, da sind ein paar Props dabei erstochen worden. Und die nächsten Zerg-Einheiten sind auch wieder aufgestellt, bisher sehr actiongeladen, beide versuchen sich gegenseitig zu resten die ganze Zeit. Aber wir haben jetzt Protoss, sollte sich wieder stabilisieren auf 4 Basen, währenddessen Zerg, ja, ist jetzt selber wieder auf 4 Basen, aber hat noch ein bisschen Geld übrig. Und natürlich auch inzwischen wichtigen, starken Tech, also ist nicht mehr so schwer für den Zerg. Er hat es mit dem Defiler einfach Möglichkeiten, gute Fights zu nehmen. Und Xavier weiß eben auch, wie er das ausnutzt. Man sieht hier, nächste Trupp mit dem Defiler ist unterwegs. 100 Energie ist drauf. Overlord gibt die Highground Vision. Es sind eigentlich Cannons, Archon und, ja, ein Zealot. Oder zwei.
Und jetzt tatsächlich, ein paar Protoss-Einheiten kommen von der Seite. Was alles, plus ein paar Arkons, die fighten ziemlich gut. Jetzt von letzter Dark Swarm, ein bisschen später sind schon viele Sorgeneiten gestorben. Und tatsächlich, hier, Kusan rollt da einfach drüber über diese kleine Army. Aber der Observer wird hier nochmal schön geschnappt. Das hat man gerade gehört. Das war ein toter Observer-Sound und der Overlord saved jetzt einfach die Einheiten. Das ist natürlich auch schon, dass man das Upgrade hat. Und man sieht es auch, Speed-Upgrade ist auch mit drauf. Trotzdem, Protoss rollt hier über die Karte, will hier verhindern, dass der Sorg weitere Basen nimmt. Fünfte Basis wird neu genommen, diesmal sind Locker auch schon in Position. Und wir haben hier den nächsten Trupp unterwegs, da ist der Dark Swarm immer noch aktiv, der noch genutzt werden kann für die Locker und die Länge. Ja, und wir haben hier die Archons, die treffen, und man sieht es eben, so viele Archons jetzt hier am Start von Poussin, währenddessen die ganzen Dragoons hätten surrounded werden können, aber Salads kommen rechtzeitig. Und jetzt, ja, wird es ein ziemlich ekliger Fight für den Sorg, denn da stehen einfach schon so viele Protoss. So viele Archons, so viele Salads, jetzt kommt der Dark Swarm. Aber die Salads natürlich, die interessiert das nicht ganz so viel. Die laufen einfach drüber, die haben Melee-Damage und da hilft einfach der Dark Swarm nicht. Jetzt kommt nochmal eine Plague mit raus, die trifft auch einige Einheiten. Aber der Protoss sollte reichen. Ja, das Protoss Army klärt hier die Lurker, verliert noch ein paar Einheiten dabei. Aber da, ja, hat gerade Xavier einen wichtigen Teil an Army verloren. Und jetzt wenig Möglichkeiten gerade für einen Counter-Attack, weil gerade alles irgendwie noch in seinen eigenen Basen steht. Trotzdem, wie man sieht, das sind weitere Armys auf jeden Fall vorhanden. Also da ist Feuerpower da, wenn das die Protoss-Armee marschiert wieder mal auf den Highground Richtung 5. Basis, aber diesmal die drei Lurker machen Probleme und jetzt kommt die Sorg-Armee auch von der Rückseite, kann hier eventuell ein paar Einheiten snipen, macht das hier auch, den Dragoon geht down, jetzt hier kommen Storms, aber Sorg-Armee weicht aus und diese größtenteils Salad Archon-Armee hier, ja, versucht sich neu zu gruppieren und dann mit dem Sorg zu fighten, währenddessen hier drüben nochmal der Scout, ob der Protoss eine weitere Basis nimmt, das war geplant, aber hier gibt es einfach den Ding Drum bei und hier drüben die Protoss-Army wird jetzt hier von zwei Seiten gejagt und gesandwiched. Jetzt ist es wieder hier der Protoss, der in den Sandwich gerät. Aber die Archons schlagen sich durch die Dinge auf der rechten Seite, den letzten Lydos auf einmal alleine. Und somit Kusan dreht auf einmal dieses Engagement und treibt den Zerg wieder mal zurück. Da müssen, muss man Damage mit, da müssen Lurker mit dazu. Die Archons halten einfach zu viel aus, tanken zu viel mit. Ich meine, das haben wir hier, der DT, der hier fröhlich gerade die Basis aufgehalten hat. Der hat 16 Kills inzwischen. Der hat sich um die gesamten Linge gekümmert und die Hatchery. Also der war bisher sehr effizient. Jetzt sind auch die ersten Reaver mit dabei schon. Wir sind auch schon 22 Minuten in diesem Game. Also wir gehen voll Richtung Late Game. Die beiden schlagen sich jetzt schon sehr, sehr lange ihre Einheiten um die Ohren. Und das nächste Konfrontation, ja, wird jetzt hier stattfinden, Protoss wieder ein bisschen gesandwiched zu mehreren Lurkern, aber die waren nicht rechtzeitig eingegraben, das heißt, Protoss schlägt sich einfach durch die Einheiten und das reicht erstmal nicht hier für Xavier, muss hier auf Reinforcements warten, hat die jetzt auch mit am Start, hat die jetzt hier den Dark Swarm und die Hydras ready, da kann der Protoss erstmal nicht durchpushen und muss wieder mal diese Basis hier aufgeben. Also keine der beiden kriegt momentan die, ja, die rechte untere Hälfte der Karte. Beide verwehren sich dieses Eck, währenddessen hat hier eben der Zerg die beiden Basis, der Protoss die dritte hier in dem Verbund. Zerg hat das Eck, Protoss hat das Eck. Also bisher, Zerg hat mehr Basen. Beide wollen natürlich irgendjemand dieses Gebiet abmeinen. Beide wollen das haben. Oder eben die Mitte der Karte, die ist sehr gefährlich zu nehmen. Weil man die halt von mehreren Seiten easy angreifen kann. Protoss läuft immer mehr, ja, über die große Fläche. Hier hat wieder ein paar Hydras, die alleine sind ohne großen Support. Und der Observer scoutet hier voraus, sieht die nächsten Lurker und Protoss Army. Mal sehen, sind jetzt nur ein paar mit dabei. So ein Dark Swarm würde hier gut aushelfen. Da wird auch ein Dark Swarm platziert. Somit, ja, die Lurker hier treiben den Protoss erstmal zurück. Da kommen jetzt eigentlich die Storms. Und die Storms tun ziemlich weh, der Defiler mega low. Der Archon hier schießt mit drauf. Die Salz gehen jetzt hier rein, wollen den nächsten Lurker snipen. Und ja, der Defiler läuft panisch um sein Leben. Hydras kommen als Reinforcement. Wenn das nicht hier wurden, die ganzen Sorgeneiten wieder zurückgezogen. Das Gebiet ist immer noch unbesetzt momentan. Und Protoss, ja, den Highground hoch, das ist ihm zu gefährlich, über eine kleine Rampe. Aber da kommen noch mal ein paar Sorgeneiten einfach in die Arme, da wird eingeladen, trotzdem Overlord wird gesniped. Und mit zwei Lurker wurden hier gesaved mit dem Overlord. Und Protoss pusht jetzt einfach weiter, aber die Static Defense hat gerade einen Ops rausgenommen. Die Archons versuchen jetzt hier irgendwie da durchzupushen, aber die Gebäude blocken ziemlich und jetzt kommt halt Zerg wieder von mehreren Seiten mit Lurkern. Da geht ein Storm mit raus, der trifft aber nicht so toll. Jetzt waren gerade noch mal vier weitere Lurker fertig, aber die sind noch nicht im Boden. Aber die Hydras kommen bereits aus dem Süden und die Protoss Army kann hier nicht bestehen. Da geht vielleicht nochmal ein Tempo oder zwei down. Vielleicht sogar der dritte, denn ja, die Position ist nicht so schön. Währenddessen hatten wir hier nochmal einen Shuttle, das versucht zu droppen. Da wird auch ein Storm gesetzt, trifft nur ein einziger Drone. Und wenn die Salads schlagen, sind jetzt noch ein bisschen hier die ganzen Gebäude um die Ohren. Und Protoss hat sich jetzt hier auf seine vierte Basis verzogen. Währenddessen die Zerg Army hier wird in der Mitte der Karte gesammelt. Viele Hydras mit Overlords hier natürlich. Wenn man Detect statt, weiß man auch, ob Server snipen muss. Und mit den Forcements kommt jetzt hier in diese Basis, um sie wieder zu sichern. Da verbleibt nur noch der Templer, aber auch der wird gesehen und auch der
kann nicht wirklich was tun, der kann nicht angreifen, der wird einfach gesniped. Aber Pusan sammelt sich ein weiteres Mal in Richtung Mitte der Karte und hier könnte es ein weiteres Aufeinandertreffen geben. Weil das nie, wie man sieht, einfach Salad Run bei, um die Basen wieder abzuchecken. Beide wollen irgendwann mal diesen Teil der Karte doch nehmen, aber beide verhindern es momentan mit Run-Wise. Egal welche Art. Wenn denn hier ist, sieht man schon, dass die Dawn unterwegs ist, aber der Salad ist bereits da. Und Protoss Army versucht wieder da rein zu pushen, kriegt aber hier eine Plague ab. Eigentlich ist sie nicht so tragisch. Trifft ein paar Dragoons jetzt eigentlich wieder Zerg von mehreren Seiten. Pusan wird hier surrounded, kann einen guten Fight nehmen. Er hat noch ein paar Tempel mit am Start. Hydras kommt jetzt hier nah ran und kriegen einen richtig fetten Storm ab. Das war sehr, sehr schön gestormt. Wenn das ein Observer drüber geflogen wäre, der versuche eben alle Observer zu snipen. Observers sind, glaube ich, auch alle. Ne, einen sehe ich hier noch rumfliegen. Ein Observer als Detection gegen Lurker. Trotzdem Protoss Army versucht jetzt hier weiter zu fighten. Und jetzt kamen auch gerade noch Brütlinge mit dazu. Und wir haben hier, ja, den nächsten Storm. Und die Zerg Army wird hier einmal ziemlich dick abgeräumt. Aber, oh, auch der Protoss sieht es noch in den letzten Lurker-Stacheln einiges. Versucht jetzt hier weiter zu pushen. Problem ist, hier ist immer noch der Defense von so einem weiteren Lurker. Und die Scourge jagen gerade in die Observer rein. Werden aber auch ein paar gesniped. Währenddessen oben ist nochmal ein Defiler, aber der wird auch geklärt. Und wir haben hier, ja, die Belagerung. Diese Basis, die ist nicht mehr großartig, da gibt es nichts mehr zu meinen. Aber eben ist eine wichtige strategische Position, da ist die Enforcement, da sammelt sich eben alles aus dritter und vierter Basis. Und Zerg schickt auch sehr, sehr viel Räume, das hier zu defenden. Da kommt gleich nochmal ein Schwung aus dem Süden. Das sind Einheiten unterwegs, da muss der Zerg noch ein bisschen länger durchhalten. Aber Protoss macht hier schon sehr viel Damage, stompt Hydras tot und macht die Select Defense kaputt. Und jetzt geht es hier an die Gebäude, die letzten Hydras sterben hier weg. Jetzt kommt das Enforcement aus dem Süden. Viele, viele Lurker und die Protoss Army, die wird hier nicht reichen. Da kommt noch ein Dark Swarm mit dazu und die Lurker, ja, jetzt wird eingegraben und damit die Protoss Einheiten sollten hier dann doch aufgeräumt werden. Die Salads laufen nochmal fröhlich weiter. Da kommt nochmal Salad Enforcement ab. Das wird vermutlich nicht reichen. Das sind so viele Lurker. Die Salads laufen einfach fröhlich durch. Und man sieht, der Opfer der Protoss sehr, sehr viel. Auch wenn er nochmal einen Lurker rausnimmt, eine Hydra. Aber das lohnt sich nicht. Das ist in keinem Verhältnis. Aber Protoss hat hier sehr viel Damage gemacht. Die beiden schlagen sich hier wirklich alles um die Ohren. Traden hier so lange. Es kommt bei beiden eben das Reinforcement nach. Tatsächlich Protoss pusht nochmal ein bisschen. Er kann sich sogar durch die Lurker nochmal durchsetzen. Aber jetzt sind hier einiges an Hydras. Und da kommen nochmal Linge und Hydras nach. Arkon ist jetzt hier gesniped. Das sind Salads jetzt alleine. Und Hydras kiten hier. Da wird nochmal gemikert. Da geht nochmal ein Storm mit raus, ein letzter. Und da ist nochmal der letzte Templar. Der geht jetzt hier auch da. Und die Salads, ja, zwei sind es noch. Und jetzt sind sie alle weg. Und Zerg hält diese Position. Aber Gott verdammt, war das ein teures Engagement für beide Seiten. Beide sind unter 100 Supply gedroppt. Und Protoss versucht währenddessen hier eine Basis zu nehmen. Aber kriegt sofort hier einen Counter-Attack ab. Da werden gerade die Cannons gebaut. Der Banexus wird gerade fertig. Aber die Zerg-Einheiten sind gerade hier. Kann das hier Pusan verteidigen? Er kriegt, oh, er kriegt einen richtig hässlichen Plague auf seine ganzen Salads. Das heißt, die halten überhaupt nichts aus, wenn die hier auf einen Lurker müssen. Und der, die Basis wurde einfach direkt gefokust und gesniped. Und wir haben jetzt hier den Protoss im Rückzug. Da fehlt einfach noch ein bisschen mehr der Wumms in der Army. Es sind viele Salads, die sind aber alle mega low. Und tatsächlich, ja, Xavier behält diese Position, kann den Nexus nochmal klären, während das nicht drüben. Der Salad ist nochmal unterwegs, aber der wird gesniped vom Reinforcement. Und somit Xavier hat eine weitere wichtige Basis. Er hat jetzt hier endlich seine fünfte. Er hat hier das Ringen um diesen Part der Map gewonnen. Hat damit endlich eine neue Mining Base, kann die absichern mit Static Defense, mit weiteren Einheiten. Wenn es jetzt da kommen, einige Locker. Aber die Protoss Army, wie man sieht, ist bereits wieder unterwegs. Will sich das hier nicht geben. Will da unbedingt, dass der Zerg auf seinen vier Blasen bleibt und keine fünfte kriegt. Aber ja, da geht nochmal eine richtig, richtig schöne Plague raus. Die ganzen Salads wieder ticken runter mit den Hitpoints. Können hier nicht mehr so gut fighten. Da kommt das auch ein Dark Summer dazu. Das sieht dann ein sehr, sehr schwieriges Engagement hier für Pusan aus. Die Templer kommen jetzt hier mit dazu. Da kommt mal ein Storm, um die Lurker loszuwerden. Salads laufen jetzt einfach weiter. Wollen einfach die Basis fokussen. Die Basis wird hier auch down gehen. Aber da ist ein Ludus Network, das hier alles verbinden kann. Und die Protoss-Einheiten werden aufgeräumt und das war's nicht. Da leben noch immer Drones, da lebt der Nydus-Kanal. Der Zerg hat diese Position jetzt auch besetzt und der wird die ab hier da auch halten können. Da habe ich wenig Zweifel dran, einfach jetzt eine neue Hatchery bauen und das Thema ist erledigt. Denn die Defense steht, wie man sieht, das sind immer noch Lurker auf Micron, dass die Pfeile immer noch am Leben, Basis wird neu gesetzt. Und eben mit dem Nydus kann man eh Einheiten hin und her schieben, also das ist halb so wild. Ausgangs-Nydus ist, oh zur Hölle, wurde noch gar nicht gesetzt. Okay, wird also noch kommen. Das Gegenstück zum Nydus. Ja, das sind hier Hydras. Und wieder die schöne Plague hier. Da wird Pusan inzwischen von richtig hässlichen Plagues getroffen. Das schadet natürlich seine Armys enorm, wie man sieht. Die ganzen Dragoons, low, 2 Hitpoints. Und ja, der Lurker hat da sehr viel Spaß mit dem Dragoon mit. Auch wenn die Lurker aufgeräumt werden. Aber tatsächlich, so Stück für Stück arbeitet sich der Zerg gerade im Supply nach vorne. Jetzt hier noch der Versuch, Observer zu snipen. Es sind einfach überall Overlords verstreut. Es sind auch immer noch ein paar Scourgemen unterwegs in dessen. Das Shuttle versucht man wieder zu arresten, hier in dieser vierten Basis. Fünften Basis, Entschuldigung, das ist die fünfte, das ist die sechste. Ha, Basen richtig durchziehen. Aber da gehen ein paar schöne Storms raus, da gehen einige Drones drauf.
Die Templer warten auch noch, da wären weitere Storm verfügbar. Belinge kommen jetzt hier und die Templer können sie natürlich nicht wehren. Das heißt, die können ja nichts tun. Belinge werden rangeschickt. Da geht nochmal, ja, Predictive Storm. In der Hoffnung, dass die Drones da gerade ranfahren. Jetzt der Templer noch, könnte vielleicht noch was machen. Der landet auch den Storm. Der Templer hat's gerade nochmal gedreht und hat die gesamte Economy von der Basis rausgenommen. Der Storm kam on time. Der Templer wusste, dass er nicht viel machen kann, außer sterben, außer halt den letzten Verzweiflungsstorm absetzen. Und der hat gesessen. Da kamen auch sofort hier 10 neue Drones gerade für Xavier, weil das hat seinem Drone-Count mega wehgetan. Da hat er gerade einen großen Teil seiner Economy verloren. Wie gesagt, Main, Natural, dritte Basis sind alle nicht mehr wirklich viel Ressourcen übrig. Auch die vierte Basis hier sieht schlecht aus. Und hier haben wir das nächste große Engagement. Da ist ein Dark Storm, da gehen Storms raus. Und das sind, ich sehe keine Lurker hier. Und somit, Brodus rollt da einfach nach vorne. Steht jetzt hier in der Netzschmal, da ist ein Nydus, der verbindet natürlich die Basis jetzt hier. Hier gibt es keinen Nydus, also hier oben, das muss alles runterlaufen. Und da kriegt Xavier Probleme. Seine Netzschmal steht hier unter Feuer, wird hier Stück für Stück abgeräumt. Da ist noch ein einziger Lurk übrig. Kusan hat hier plötzlich ein Opening gefunden, um sehr viel Schaden zu machen. Kann eine Gesamtproduction rausnehmen. Kann den Hydra dann rausnehmen, aber der sollte zu dieser Phase nicht allzu teuer sein. Und wir haben auch noch einige tote Drones. Jetzt hier Mainbase, da kommen noch ein paar Lurker. Da wird die Rampe geblockt mit dem Lurker-Ei. Und wenn das ein Reinforcement läuft hier in den Süden. Und wir haben hier, oh, da ist das Minenfeld. Da ist das Minenfeld für den Brodus. Ist da ein Observer mit dabei? Ja, einer ist hier noch mit dabei. Und ja, die Lurker hier versuchen sie nochmal so umzupositionieren. Tatsächlich, das verrät den Plan ein wenig. Und Brodus versucht trotzdem, die Mainbase hochzukommen. Hier die Lurker-Eier tatsächlich. Fokus sich da hoch und drückt sich jetzt hier die Rampe hoch. Steht jetzt hier in der Mainbase. Und somit der gesamte Tech ist hier offen. Der gesamte Tech kann hier angegangen werden. Und ja, momentan, wann rennt hier Xavier mit seiner Army rein? Will er das safen oder lässt er die Rampe oder lässt die Mainbase einfach sterben? Weil die Rampe hoch ist halt ein sehr, sehr schwieriges Engagement. Er könnte sich unten platzieren, wenn der Brodus die Rampe runter will. Dann könnte er die ganzen Einheiten abfangen. Aber momentan, die Mainbase, die ist verloren. Damit geht der Hive-Tech down, da geht das Queensness down, der Defile-Mount. Und wir haben ja auch den Pool noch mit dabei. Also ziemlich alles an Zerg-Tech ist gerade gestorben. Der Hydra dann wurde nochmal neu gesetzt. Aber damit reduziert auf Hatchery-Tech wurde hier Xavier. Er muss dann wirklich alles nachbauen. Er braucht wieder einen Pool, um auf Leer zu kommen. Und dann wieder ein Queen's Nest, um auf Hive zu kommen. Das wird lange Zeit brauchen, bis jetzt hier das Zerg wieder groß was machen kann, außer Lurker. Lurker und Hydras, denn der Hydra steht noch. Und ja, natürlich der Lurker-Tech, der bleibt weiter erforscht. Und ja, wir haben hier der DT, der hat wieder sehr viel Spaß. 9 Kills, 10 Kills, der räumt die ganze Basis ab. Und versucht währenddessen die nächste Basis anzugehen. Und zwar die fünfte hier. Die dritte Basis in dem Verbund, währenddessen Brodus versucht die Basis damit jetzt nimmt den... Ja, Pusan hat hier ein ziemlich ekliges Problem. Er hat kein Geld mehr. Alle seine vier Basen sind mined out und er muss dringend eine weitere Basis finden. Das ist eine DT, hat hier sehr viel Spaß gehabt. Alles Kills gemacht, aber jetzt die Hydras kümmern sich drum. Der Lupus ist inzwischen auch tot, weil der Gegenpunkt geklärt wurde. Hier der Storm hat einige Lurker getroffen, nimmt zwei davon auch raus. Brodus Army trotzdem hat hier keine schöne Position, muss hier durch Lurker durchpushen. Da war nochmal Linge gefressen und da kommt Lurker Reinforcement. Und Pusan hat eben das große Problem, seine Army war zwar stark und hat hier sehr viel rausgenommen, aber er kann sich es eigentlich nicht leisten, die Army zu verlieren. Die Plague und die Lurker. Glücklicherweise ist nur ein Lurker, der raufschießt. Und Brodus manövriert sich hier gerade irgendwie so durch, versucht sich hier durchzuschlängeln zwischen den Zerg-Armys. Aber jetzt kommen die Länge, jetzt kommen neue Lurker und das wird hier ziemlich eklig für die Brodus-Army, die schon mega angeschlagen ist. Und die Lurker stacheln gehen durch und immer löst sich hier die Brodus-Einheit auf, wenn die Stacheln einmal durchgehen. Und jetzt wurde hier die Basis gescoutet. Immer die Drones hier können nochmal angegangen werden von den ganzen Archons. Und das ist nochmal ein Massensterben an Economy. Das heißt, beide haben nicht mehr so die Killer Economy. Aber eben Xavier hat gerade die Basen. Wenn das ein Kusan muss alles ranlegen, um diese Basis zu verteidigen. Gibt jetzt hier auch alles mit den Archons. Hat nicht wirklich Storms mit dabei, aber immer hier ist kein Dark Swarm. Der kommt sehr, sehr spät. Der kommt jetzt hier und jetzt ziehen sich die Archons zurück. Da sind einige Lurker nochmal gesniped worden. Aber beide droppen hier im Supply 90 zu 94, also noch sehr knappe Geschichte jetzt hier nach 34 Minuten. Problem ist einfach, dass der Zerg hier die Möglichkeit hat, mehr zu minen und nachzubauen. Brodus hat jetzt hier endlich den Nexus, muss also sofort Probes daran schicken. Wie viele Probes hat er überhaupt? Ich glaube, so viel sind es gar nicht. Stecken die alle hier? Die stecken alle hier. Da sind alle Probes, die der Brodus hat. Und diese Basis ist jetzt quasi das wichtigste Teil, das der Brodus hat. Man sieht aber auch, hier ging bereits eine Plague mit drauf. Der Nexus damit tickt auch ein bisschen runter in den Hitpoints. Und da kommt jetzt natürlich die Army angelaufen. Xavier muss jetzt einfach alles dran setzen, diesen Nexus loszuwerden. Wenn er die Basis hier snipen kann, die Position überrennen kann, dann hat der Brodus effizient nichts mehr. Und da kommt Zerg von mehreren Seiten. Das ist genau das Problem dieser Position. Man kann hier flankiert werden. Und da kommt eine Masse an Zerg. Und Pusan hat nicht die Army, um sich dem nochmal gegenzustellen. Sehr, sehr schickes BVZ hier. Sehr viel hin und her. Sehr viel
Unterbinden von Economy für den jeweiligen Gegner. Viele Engagements, vieles Manövrieren. Und obwohl hier Xavier sein Tech verloren hat, er hat die Economy und tatsächlich die Economy und ein Hydra dann ist genug, um sich hier den Sieg zu holen. Da habe ich wirklich nichts nachgebaut, keinen Spawning Pool, nichts. Ne, er hat nur noch Hydras und Locker gepumpt, weil das alles war, was er auch gebraucht hat. Er hat die Pfeile noch genutzt, die er übrig hatte. Und ja, das war eben die letzte Basis und das wusste hier natürlich Xavier auch, weil er hat an jeder Position, wo es noch eine Basis, ja, wo noch eine Basis möglich war, hat er einen Overlord. Das heißt, er wusste, der Protoss hat absolut nichts mehr an Economy übrig. Ich muss ihn nur noch einmal crushen und das ist ihm hier gelungen. Die letzte Mining Base wurde überrannt und damit hat Pusana für nichts mehr gehabt. Aber ja, schönes PVZ der beiden. Das war das letzte Xavier Replay. Ja, beim nächsten 175 geht es mit dem neuen bekannten Spieler los, dem letzten offiziellen Bonschwein in der Reihe. Und die meisten können sich schon denken, wer das ist. Wir hatten von dem auch schon anfangs ein paar Replays. Aber ja, da freue ich mich, weil von dem gibt es sicher sehr viele, sehr schöne Dinge zu sehen. Jo, das war's von mir, das Replicast 174. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.